Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns in einer extremen Ausnahmesituation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie verbunden mit der Weltwirtschaftskrise sind eindeutig am Arbeitsmarkt zu spüren. Damit auch der Anstieg der Arbeitslosigkeit in absoluten Zahlen mit derzeit rund 443.000 Menschen, die arbeitssuchend sind. Die Kurzarbeit ist während dieser herausfordernden Zeit schon im letzten halben Jahr seit März ein bewährtes Kriseninstrument, um so viele Arbeitsplätze wie möglich zu sichern und besonders auch Betriebe gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch diese Zeit zu unterstützen. Mit derzeit rund 170.000 Personen, die sich in Kurzarbeit befinden, ist der Wochenvergleich zur letzten Woche leicht gestiegen. Wir sind vorbereitet, um in dieser herausfordernden Zeit mit all unseren Instrumenten, auch bewährten Instrumenten, hier zu unterstützen und Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit Ihren Arbeitgebern durch diese Krise und durch diese Zeit auch des Lockdowns zu bringen. Wie sieht nun die Arbeitslosigkeit im Detail aus? Derzeit sind 443.465 Personen beim AMS vorgemerkt, davon 376.465 Personen arbeitslos und 67.000 in Schulung. Das sind rund 6.000 Personen mehr als in der Vorwoche und der krisenbedingte Abstand im Vergleich zum Vorjahr liegt bei ca. 82.700 Personen. Wir spüren zurzeit saisonale Auswirkungen am Arbeitsmarkt, aber auch dazu kommend die krisenbedingte Arbeitslosigkeit aufgrund der Corona-Pandemie. Gleichzeitig konnten knapp 40.000 Personen seit Beginn Anfang November wieder in Beschäftigung kommen und somit die Arbeitslosigkeit verlassen. Das zeigt, dass die Dynamik am Arbeitsmarkt dennoch gegeben ist und zugleich auch sehr hoch ist. Wie schauen nun die Zahlen in der Kurzarbeit im Detail aus? Derzeit befinden sich genau 170.137 Personen in Kurzarbeit. Das sind rund 19.000 Anträge, die in der Phase 3 beim AMS eingegangen sind. Laufend kommen neue Anträge ein, besonders auch von den Unternehmen, die vom Lockdown direkt betroffen sind, die auch für die Zeit des Lockdowns die Möglichkeit haben, die Arbeitszeit auf 0% zu reduzieren, damit sie durch diese Zeit kommen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigung halten und somit auch die Einkommen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stabilisieren können. Wieso ist eben die Kurzarbeit so wichtig, dass die Unternehmen mit ihrem bewährten Team jetzt durch diese Zeit kommen, damit sie dann, wenn es wieder losgeht und insbesondere im Handel wieder sozusagen aufsperren können und im bewährten Team arbeiten können, auch im Anschluss an den Lockdown in einer flexiblen Art und Weise, je nach Auslastung der Arbeitsstunden. Ich möchte auch noch kurz die Bilanz von Phase 1 und 2 der Kurzarbeit erwähnen. Wir konnten im April, wenn wir uns erinnern, es fühlt sich schon sehr lange an und dennoch, als wäre es fast gestern gewesen, im Frühjahr im Zuge des Lockdowns, wo wir über 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit hatten und somit die Arbeitsplätze von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern retten konnten und mit 1,8 Milliarden hier unterstützt haben für die Phase 1. Im Vergleich zum August lag das Auszahlungsvolumen aufgrund sinkender Antragszahlen, also im Sommer war die Nachfrage zur Kurzarbeit geringer, bei rund 230 Millionen. Branchenspezifisch wurde die Arbeitszeit im Zuge der Phase 1 besonders von Kunst- und Unterhaltungsbranche in Anspruch genommen und auch der Gastronomie. Zum Beispiel in der Unterhaltungsbranche wurde durchschnittlich um 72% reduziert. Das heißt, wenn jemand in Kurzarbeit war, waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur zu 28% im Durchschnitt sozusagen in der Arbeit und zugleich die Arbeitszeitreduktion in der Gastronomie lag durchschnittlich bei 71%. Wenn wir uns die Bereiche der Warenherstellung und auch des Handels anschauen, dann haben wir im Zuge der Kurzarbeit in den vorherigen Phasen mit jeweils 48 Millionen bzw. 47 Millionen an Ausfallstunden übernommen und insgesamt für die Phase 1 mit 216 Millionen an Ausfallstunden hier unterstützt. Wie geht es nun weiter?
Angesichts der steigenden Infektionszahlen sind die Maßnahmen, die wir gesetzt haben und vom Lockdown, in dem wir uns nun befinden, notwendig, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und zugleich aber auch sicherzustellen, dass für alle nicht nur ein Notbetrieb, sondern bestmögliche Versorgung jetzt möglich ist, auch wenn zum Beispiel ein Unfall passiert, dass man hier bestmöglichst versorgt wird. Denn die gesundheitliche Entwicklung hat nach wie vor direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Das bestätigen uns auch die Experten und Expertinnen der Wirtschaftsforschungsinstitute. In diesem Sinne bitte ich Sie eindringlich darum, dass wir gemeinsam durchhalten. Wir lassen Sie nicht im Stich und wir unterstützen möglichst breit und zugleich treffsicher durch diese Phase zu kommen. Dementsprechend haben wir bei der Corona-Kurzarbeit auch zwei Anpassungen für die aktuelle Situation vorgenommen. Einerseits noch bis Ende des Lockdowns ist es möglich, für die direkt betroffenen Unternehmen die Corona-Kurzarbeit, die Arbeitszeit auf 0% zu reduzieren. Und auch bis Ende des Lockdowns ist es möglich, die Anträge beim AMS zu stellen für die direkt betroffenen Unternehmen. Für alle Unternehmen ist es selbstverständlich immer möglich, die Anträge zur Corona-Kurzarbeit zu stellen. Zweitens, und da möchte ich meinen Dank auch an die Sozialpartner aussprechen, wir haben gestern Vormittag eine Videokonferenz mit den Präsidentinnen und Präsidenten gehabt, welche Maßnahmen sind notwendig auch im Zuge dieses Lockdowns jetzt. Und eine davon, auf die wir uns geeinigt haben, ist die Trinkgeldpauschale für all jene betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt vom Lockdown direkt geschlossen werden, hier zu unterstützen mit 100 Euro netto, aliquot pro Monat, gerechnet auf die Zeit des Lockdowns. Und das für die Bereiche der Kosmetikerinnen und Kosmetiker, der Friseurinnen und Friseure und der Masseurinnen und der Masseure. Insofern sind ca. 10.000 Personen davon betroffen und dieses Geld wird vom AMS automatisch überwiesen. Die technischen Vorbereitungen laufen hier. Mir ist bewusst, dass diese Situation aufgrund der Corona-Pandemie allen vielen abverlangt. Es gibt niemanden, den das Coronavirus nicht betrifft. Den oder diejenige, die das Coronavirus ausblenden kann, das ist nicht. In unserer Arbeitswelt verzeichnen wir andere Rahmenbedingungen. Es soll weitergearbeitet werden, sofern es nur irgendwie möglich ist. Und zugleich in unseren Familienleben, und da haben wir uns besonders auch das ganze Jahr 2020 alle anders vorgestellt. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir mit unseren bewährten Instrumenten und Programmen hier bestmöglichst Sie alle jetzt unterstützen, durch diese Zeit so gut wie möglich zu kommen. Wir stellen somit sicher, dass wir Sie unterstützen können und ich bitte Sie, halten Sie durch und behalten Sie auch Ihren Mut, behalten wir unseren Mut gemeinsam. Sobald nämlich die Gesundheitskrise überwunden ist, werden auch Sie wieder spüren, wie sehr Sie gebraucht werden. Und ich kann Ihnen noch nicht sagen, wann das ist, aber ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass dieser Moment kommen wird. Und dieser Moment kommt umso schneller, je mehr wir alle uns jetzt an die Maßnahmen halten und zusammenhalten. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen allen persönlich bedanken für Ihr Durchhalten und Ihr Mitwirken. Herzlichen Dank.